als Judentum. Die Glaube, ich glaube in Gott, ich bin Jude. Aber die Taten, die Ausführung der Taten, nicht Milch und Fleisch mischen, Schabbat halten, die Ausführung, die einfache Ausführung. Was ist Judentum? Was denkst du? Letzte Woche sagt uns die Tora, 10 Gebote, ich bin dein Gott, glaube in einem Gott. Diese Woche sagt uns die Tora, 50 verschiedene Mitzvot. Wenn du findest etwas auf die Straße, solltest du zurückgeben. Finanzielle Auseinandersetzung zwischen Menschen. Wie wir umgehen sollen in unserem tagtäglichen Leben. Kerzen zünden, koscher essen, Schabbat halten. Gott braucht meine Taten? Braucht er meine Taten? Er ist doch unbegrenzt. Ihm ist wichtig, ich soll wirklich Kerzen zünden, Finnen legen. Come on, der unbegrenzte Gott. Aber die liegen zusammen. Die 10 Gebote, die Glaube und die Praxis. Warum? Weil Judentum sagt, wichtig ist ein Tat. Wenn du sagst deine Frau, du sagst deinem Mann, ich liebe dich, ich liebe dich. Aber es kommt nicht zur Ausführung. In der Tat ist es null wert. Weißt du, was wichtig ist? Die Liebe muss bewiesen werden mit Taten. Zu deinen Kindern, zu deinen Ehepartnerinnen und Partnern, zu deinen Eltern, zu deinen Freunden. Liebe so ist bla. Wirkliche Liebe ist, wenn die Gefühle kommen zum Ausdruck in Taten. Das ist der Grund, dass die Parascha sagt, so viele Mitzvot. Wie können wir Menschen mit Gott ein intimes Verhältnis haben? Durch die Taten. Deswegen ist es so wichtig im Judentum, die Praxis. Eine Mitzwa, einen konkreten Tat, zeigt, dass die Liebe von Gott zu uns und von uns zu ihm ist unbegrenzt. So mach noch eine Mitzwa, stärke deine Verbindung mit Gott und du wirst eine glückliche, freudige, lebendige, schöne, wunderbare Leben haben. Shabbat Shalom.